bin jetzt ein halbes Jahr Mitglied des Europäischen Parlaments und das war eine sehr spannende, aufregende Zeit. Ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt und mit ganz unterschiedlichen Menschen. Es beginnt eigentlich schon, wenn ich in der Früh in den Lift einsteige. Da gibt es ganz verschiedene Sprachen. Also eine sehr interessante Atmosphäre, wo man auch viel weiterbringen kann, wenn man auf die Menschen zugeht. Und einer der ganz großen Erfolge war eigentlich die Verhinderung des ACTA-Abkommens. Das hat ursprünglich so ausgesehen, als würde sich die Kommission hier durchsetzen. Und es ist uns allen gemeinsam dann gelungen, dieses unsinnige Abkommen zu verhindern. Ja, es wird ein sehr stürmisches Jahr werden. Das Europäische Haus ist wirklich durchgeschüttelt durch die Finanzkrise. Ich bin überzeugt, dass es standhalten wird. Aber wir müssen viel klarer auch machen, was Europa alles bewirken kann. In Bereichen, wo man sich das vielleicht gar nicht so vorstellt, wie etwa in dem Bereich, wo ich tätig bin, im Bereich des Datenschutzes. Wir wollen eine europäische Datenschutzverordnung, Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger in Europa, aber auch Standards, die global dann standhalten. Und das, was wir hier beschließen in diesem Haus, das sollte dann auch für die Konzerne gelten, die von den USA aus operieren.